Big Data ist die Engine unserer Zukunft, ist die Engine unseres Erfolgs und ist die Engine von Innovation für Deutschland im 21. Jahrhundert. Die mobile Internetnutzung hat dramatisch zugenommen. Maschinen und Alltagsgegenstände sind mit Sensoren ausgestattet und produzieren unentwegt Daten. In sozialen Medien werden Texte, Bilder und Videos ausgetauscht. Das alles gehört zu Big Data. Wir können ja als Unternehmer nicht negieren, dass wir heute 2,5 Trillionen Bytes am Tag erzeugen. Also bildlich gesprochen Bücher, die den Weg vom Pluto zur Sonne und zurückfüllen würden. Und diese Daten sind ja heute erst der Anfang dessen, was wir erwarten mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung. Ich muss Daten heute ganz, ganz anders analysieren können. Nicht um die Vergangenheit besser verstehen zu können, was ja so das Konzept der letzten Dekade war mit Business Warehouse, sondern zu sagen, wie erzeuge ich aus diesen Informationen, aus diesen Daten Mehrwerte, neue Erkenntnisse, neue Insights. Und von daher ist es eine aus meiner Warte oberste Disziplin für jedes Unternehmen, sich zu überlegen, wie sie ihre Kompetenzen in ihrer Branche einsetzen, um mit Big Data und Analytics die nächste Stufe von Mehrwerten und Innovation zu gestalten. Im internationalen Vergleich hinken deutsche Unternehmen der Entwicklung von innovativen Konzepten auf der Basis von Big Data-Anwendungen hinterher. Aber die strategische Bedeutung für Unternehmen und Kunden ist erkannt. Über Big Data kommt eigentlich der Kunde, der Konsument in den Mittelpunkt aller unternehmerischen Aktivitäten. Deswegen sprechen wir heute von Client-Centricity, von kundenzentrierten Geschäftsmodellen, von völlig neuen Geschäftsmodellen, die ohne Daten, ohne Digitalität gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, das Business bekommt eine ganz andere Empowerment über Daten. Das Business hat ganz andere Möglichkeiten, mit Daten über neue Ideen nachzudenken. Und eigentlich am erfolgreichsten und am schönsten bereits heute ist zu sehen, wenn Business und IT wirklich Hand in Hand laufen und sagen, wie können wir gemeinsam den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Geschäftsmodelle, in der Entwicklung unserer Services voranbringen. Allein durch die Industrie 4.0-Potenziale wird für Deutschland in ausgewählten Branchen ein kumuliertes Wertschöpfungspotenzial von 78 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 erwartet. Das ist die Idee, eben nicht nur eine einmalige Interaktion mit dem Kunden zu haben, sondern das Produkt zu nutzen, um mit dem Kunden eine nachhaltige, langfristige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Und von daher ist das, was wir in der IT-Branche gesehen haben in den letzten Jahren, dass alles in Richtung Manage geht und alles in Richtung as a Service, dass wir das auch bei den Produkten sehen.